Grüß dich, das ist jetzt eine Geschichte von der Weihnachtsbescherung und wie es den kleinen Bub gegangen ist vom Christbaum. Die Christen auf dem Christbaum brennen, das Glicker hat geschleit, es ist das Christkind gekommen. Es riecht nach Weihrauch, es ist so fein, das ist für mich Heimat. Genauso muss es sein. Das Klabierweil steht da mit großen Augen, weiß gar nicht, wo es heute zuerst hinschauen. Die Sternspritzer, die Engel, die am Christbaum hängen, die ganzen Geschenke, das Batten geht nicht mehr länger. Zuerst muss auch noch stille Nacht sein. Das Schwesterl am Hackbrett kommt nicht recht rein, ist gleich, gleich viel, da schierst du auf die Backtel hin. Na, zuerst möchte ich von dir einen Neideig kriegen. Der Papa versucht die Spannung noch ein wenig in die Länge zu ziehen, die Mama schneidet sie ganz verstohlen und geht sie ein frisches Schneidstechen holen. Ritsch, ratsch, das Geschenkspapier fliegt, wie er an die schönen Bantel zirkt. Schau, ein Büderbuch, schau, die Ski, schießt hin und her und geht zu seinem Schwesterl hin. Schau, da ist noch ganz ein dickes Bachtel, mach's auf. Er ist ganz aufgeregt und stürzt sich drauf. Ein Pullover, meist der dick und fein, nix Wachs und mit einem Zopfmuster drin. Der ist so wach, das tut so gut, ist grad so, wie wenn mit Mama anhalsen tut. Da wärst du ganz warm, fang bei den Zechen und du, das ist das Schönste, an das ich mich erinnern kann. Ich möchte zu Weihnachten einen Pullover geben. Sollst du das Gefühl haben, ich darf dich ganz fest heben, nix reden, nur die Wärme sollte dich umhüllen, sollst du die Freundschaft und meine Zuleitung fühlen. Für dich, schöne Weihnachten.